Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, zu The Universum. Wir haben mal gespielt. Oh Gott, da hat es noch in den Kinderschuhen gesteckt und war noch nicht mal auf Steam erhältlich. Da hatten wir jetzt schon unterstützt, haben schon ein bisschen mehr Geld mit investiert und ich würde jetzt gerne einfach mal wieder eine Runde The Universum spielen. Habe jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, muss du erstmal wieder mich rinfinden. Aber wenn ich sowas hier sehe, schon das hier, ich glaube. Das Spiel hat sich doch echt sehr krass weiterentwickelt. Und ich würde sagen, wir beginnen ein neues Leben. Nuggets lieben Eidechsen-Süßigkeiten. Na, das ist doch mal ein Wort, Junge. Jetzt bin ich gespannt, wie lange der Ladebild schon gedauert, weil der gesagt, ja doch. Also ich habe mir jetzt gesagt, wir haben ja nicht die Steam-Version, wir haben ja die Original. Ja. Version. Wir haben von der Webseite eben die Version uns damals als Beta, glaube ich, so ja noch als Alpha. Und das war so ja noch ein Alpha-Test, den wir damals gespielt hatten. Sind denn, ich glaube, ein zweites Mal oder ein drittes Mal hatte ich denn in der Beta versucht, mal wieder zu spielen, aber da bin ich irgendwie kläglich gescheitert. Da war die Performance dann nachher so weit komisch runtergeschraubt, dass ich einfach nicht mehr klar gekommen bin. Also. Und da hatte ich dann eine ganze Weile keine Lust mehr drauf gehabt. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hast du eigentlich mal wieder Lust, ein bisschen The Universum zu spielen. Bin gespannt und hoffe, dass wir jetzt auch endlich Speicherfunktion haben. Deutsch haben wir ja jetzt inzwischen drinne, finde ich schon mal sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sodass dann eben auch das Allgemeine eigentlich ein bisschen einfacher wird, denn zu wissen, was bauen wir hier überhaupt und wie reagieren wir auf welche Ereignisse, und ich denke, die Beschreibung ist dann einfach ein bisschen schöner und einfacher. Aber ich glaube, ich sollte vielleicht die Musik ein bisschen runter. Es geht los. Wake up. Wake up, Creator. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you, with a single touch, can awaken the light. Eine einzige Berührung. Das Licht ist nichts bringt. And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential were scattered into the beyond. They formed into many different shapes and sizes. And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone, others flourished. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. Ist das schön. Alter. Das sah ja damals schon schön aus. Life. However, life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. Krass. A creator's purpose was always that of an observer. To simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet, this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. For life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. Diese Helferhand werden wir sein. Here we are. Welcome to Mother Planet. This is a rare sight. For it came to be that there was day and night. Warmth and cold. And water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life
has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Oh Gott, da sind die Gamma, Alter. Platziere Epizentrum. Platziere das Epizentrum in der Nähe von lebenswichtigen Ressourcen, um deine Zivilisation zu beginnen. Oh, damals gab es mal noch eine... Man steuert so eine kleine... Okay, gut, alles klar. Größtenteils alles über der Maus. Also in der Nähe von Ressourcen... Ich denke mal, das Wichtigste werden erstmal so eine Ressourcen hier sein, sprich Nahrung, vielleicht Holz, unbedingt so. Ja, ja. Nicht unbedingt in der Nähe von allzu hohen Bergen, muss ich ehrlich sagen. Würde ich wollen. Hier sieht eigentlich ganz gut aus. Frage ist, haben wir hier... Hier haben wir Ressourcen. Eigentlich mehr als genug. Wir haben hier Wälder in der Nähe. Zumindest hier ja auch. Ich würde sagen, wir könnten hier wirklich sagen, wir fangen da an. Finde einen passenden Ort für dein Epizentrum. Deine Zivilisation wird sich um diesen Punkt herum entwickeln. Für eine bessere Überlebenschance empfiehlt es sich, einen Ort mit wesentlichen Ressourcen wie Wasser, Holz, Steine und Nahrung zu wählen. Wir haben hier Holz, wir haben Wasser da hinten. Wir haben Steine. Wir hätten hier auch Steine, aber weniger Nahrung. Ich denke, hier ist okay. Wir haben Wasser in der Nähe, wie gesagt. Wir bauen hier unser Epizentrum. Evolutionsturm. Bist du sicher, dass du deinen Evolutionsturm hier platzieren möchtest? Ja. Und das Schöne, muss ich ehrlich sagen, was ich finde... Take a look at your new subjects. They're called nuggets. Largely because of their body's apparent inability to keep itself in one piece. Adahi and Elu, the architects of their species. They are the founders of everything that nuggets will ever know or achieve. Primitive Werkzeuge. Forschung abgeschlossen. Ach, ist das schön. Jetzt können wir hier also auch forschen, ja? Nuggets are all unique to one another. Although there are some things that are shared between nuggets, these include the need for certain essentials like food and water, a stable roof over their heads, and an occasional nap. They want to learn, build, discover, and create. It would all be quite inspirational if they also didn't happen to be the species that initially thought their shadows were trying to eat them. Dieser Nugget glaubt nicht an mich. Dieser Nugget hat keine Schuhe. Sperr den Nugget ein. Alter, was? Ach, und da kommen schon die nächsten. Also wir haben jetzt hier, wir fangen hier mit zwei Nuggets an. Und ach, wie schön, dass das auch... Ich mag das eigentlich auch trotz alledem immer noch, dass die... This is quite a beautiful planet. Try not to ruin it, will you? Dass die immer noch so animiert sind. Die sehen niedlich aus. Elu. Arbeiter. Geht Steine abbauen. Sehr schön. Wir haben Steine in der Nähe. Glaubt nicht an dich. Na, ist klar, die hat noch keinen Abschluss. Wir müssen natürlich erstmal anfangen hier. So, wir haben jede Kraft, die du benutzt, benötigt Schöpfer Machtpunkte. Diese werden sich langsam über die Zeit wieder auffüllen, also nutze sie weise. Zahl der Nuggets, die an dich glauben. Glücklichkeits... You've got mail, Creator. Mother Planet. The summer sun is excellent for slow roasting a few nuggets. So, vergiss nicht, Reservoirs vor dem Wintereinbruch zu bauen. Reservoirs speichern überschüssiges Wasser, welches... von den Wasserpumpen gefördert wird, wenn deine Wasserversorgung zu Neige geht oder nicht funktionsfähig ist. Wie zum Beispiel im Winter kommen Reservoirs zum Einsatz, um deine Zivilisation am Laufen zu halten. Lieber Schöpfer, wir möchten uns nicht beschweren, aber es ist schwierig, zu weit
all die Arbeit zu erledigen. Gibt es irgendeinen Weg, die Zivilisation zu erweitern, vielleicht ein paar weitere Helfer dazu bringen? Das Buch der Liebe. Nutze die Kraft von Amors Pfeil, um die Bevölkerungszahl zu erhöhen. Amors Minigame bald verfügbar. I'm on it. Ich hoffe wirklich, dass es dafür einen einfachen Weg gibt, welcher nicht monatelang Unbehagen und seltsame Verlangen gefolgt und stundenlang gequälten Schmerzen beinhaltet. Mit freundlichen Grüßen, Elo. Nutze die Kraft von Amors Pfeil, um die Bevölkerungszahl zu erhöhen. I'm on it. I didn't think you knew anything about reproduction, Creator. Adia und Elo brauchen deine Hilfe, um zu lernen, wie man sich fortpflanzt. Und wo mache ich das hier? Warte mal. Hier nicht. Hier. Forschungsmenü. Forschungsmenü. Ding. Alter. Oh Gott, wie groß. Krass, wie groß. Alter, wie viel? Kann man hier noch aussuchen? Alter. Genetische Energie. Wissenschaft des Friedens. Alter, wie weit. Glasfabrik. Und das andere kommt alles noch. Alter, aber wie groß das schon? Ministerium für Unterhaltung. Wie groß das schon alles hier geworden ist. Das ist ja ein Traum. Ist ja das. Wasserrad. Schachtbrunnen. Brunnen bringen Wasser näher an deine Arbeiter, was zur höherer Produktion führt. Es verkürzt die übliche Reisezeit, die benötigt wird, um den lebenswichtigen Ressourcen zu sammeln. Jetzt musst du nur noch einen Weg finden, die Nuggets davon abzuhalten, am Wasserloch zu lange zu quatschen. Wasserloch. Wasser ist das Lebenselixier deiner Zivilisation. Diese wertvolle Ressource hat viele Einsatzmöglichkeiten, entweder im täglichen Betrieb von Gebäuden oder, was noch wichtiger ist, es hält deine fleißigen Nuggets gesund und munter. Wasser ist etwas, das immer gebraucht wird. Deshalb ist es wichtig, der Welle voraus zu sein, solange du kannst. Wasserpumpe, primitives Werkzeug. Und Feuer schaltet Beleuchtung in den Gebäuden frei. Also wir brauchen Wasserpumpe auf jeden Fall oder eben so ein Wasserloch. Dauert 1,5 Minuten. Dann machen wir die. Und die. Und das Reservoir. Have you ever tried opening a book yourself, Creator? Während sich der Name. Brunnen. Brunnen wäre natürlich auch gut. Zack. Wasserflussstudie. Eine Studie über Grundwasser durchzuführen und Brunnenbautechniken zu verbessern, wird zweifellos zu guten Dingen führen. Zum Beispiel könnten Nuggets herausfinden, dass das Erhöhen der Kapazität von Brunnen erreicht werden kann, indem das Loch einfach ein wenig größer gemacht wird. Die Überzeugung, dass die ersten Literation perfekt war, brachte die Brunnenindustrie für einige Zeit zum Stagnieren. Brunnenupgrade, Bauweise, Materialveredelung. Ledereimer, Wünschelrute, altertümliche Bestattung, das müssen wir. Wir müssen natürlich auch auf Dings hier gehen, ne? Angeln wäre natürlich auch sinnvoll. So, wir machen jetzt vorne. Halt. Hätte ich hier ja nie geändert noch. Scheiße. So. Also, bitte. Wasserreservoir. Feuer und Angeln könnten wir machen, damit wir ein bisschen Nahrung kriegen. Oh Gott. Der Anfang ist ja echt hier. Holzverkleidete Reservoirs. Wäre natürlich auch noch genial. Aber ich denke, die Sachen forschen wir erstmal hier. So. Wasserspeicher. Gut. Alles klar. Du kannst zwei Nuggets sich ineinander verlieben lassen, indem du sie mit der Kraft von Amor verbindest. Was sich exzellent zur Erhöhung. Ach ja, stimmt. Ich weiß, wie das war. War das so? Waren das jetzt? Verdammt, irgendwie konnte man die doch aufnehmen.
Könnte man die aufnehmen? Verdammt. Mal. Mann, dieser glaubt nicht an dich. Der hat keinen Schulabschluss. Können wir noch nicht. Wie ist genau das irgendwie ging? Verdammt. Verdammt. Hilfe. Archivgebäude Nuggets. Bei so einem von Nuggets. Die Zuordnung von Mitarbeitern zu Gebäuden ist in der Regel unerlässlich für ihren Betrieb. Ohne Arbeiter gäbe es bla bla bla. Klicke zunächst, um ein Nugget ein Gebäude zuzuweisen, klicke zunächst linke Maustaste auf das gewünschte Gebäude, um dessen Infofenster aufzurufen, so einen Abschnitt da zuzuweisen und klicke mit linke Maustaste raus. Gut, okay, so nicht. Göttliche Kräfte. Glaube, Amor. Hast du jemals von Liebe auf den ersten Blick gehört? Es gibt sie wirklich. Passiert fast jeden Tag. Was allerdings dahinter steckt, ist eine Manipulation Gott. Ein manipulativer Gott. Kann es diesen Gott sein? Diese Kraft erlaubt es dir, zwei Nuggets zu verkuppeln. Werden sie für immer zusammenbleiben? Wer ihn interessiert. Alles, was du willst, sind mehr Arbeitskräfte. Um die Amor-Kraft zu benutzen, navigiere zum Abschnitt Einfluss mit im Schöpferkraft-Menü. Klicke mit linken Maus auf Amor. Einfluss im Schöpfermenü. Einfluss. Muss ich erstmal gucken, ja. Licht Gottes. Könnte hier sein, wa? Einfluss im Schöpferkraftmenü. Klicke mit linke Maus aufs Amor-Symbol, um es auszuwählen. Klicke und halte Left Strange gedrückt und wähle mit linke Maus den ersten Nugget aus und kombiniere ihn mit zweiten mit Hilfe der linken Maustaste. Oh Gott. Hier ist es. Alles klar. So, also. Hier. Das Schöpferkraftmenü. Und Einfluss. Schutz. Erschaffung. Kann ich denn das? I couldn't so. Possibly imagine a better couple. At this rate, your civilization will be heading to the stars ahead of schedule, Creator. Let's hope it survives long enough. Ada und Elo sind verliebt. Ihr Glaube in dich ist gestiegen. Sehr schön. Die Animation ist immer noch ein Traum. Ach, schön. Schön. Ach, ich mag das eigentlich wieder hier zu sein. So, wir haben so ja ein paar Gebäude freigespielt, freischalten. Ich glaube, das war denn hier. Option haben wir noch nicht. Oh, would you look at that? A little baby nugget. Aren't they adorable when they're young? Oh. Don't get too attached, though. They're still mortal after all. Plus, they will soon be old enough to have an opinion. And make questionable life decisions. Let's see how much you like them then. Yeah. This message is quite odd. Beware of the trees. Well, that's obviously nonsense. Not to worry, I'll just put that over here in the garbage pile. Here's another message that makes more sense. Ja, oh ey, echt, also diese Stimme von dem, das ist ja so viel Quatsch, aber ich glaube, das ist nur am Anfang so. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. So, lieber Schöpfer, wir haben Mühe, uns auf Namen für unsere Kinder zu einigen. Adi möchte einfache Namen wie Stock und Stein. Ich bin kurz davor, seine Knochen zu brechen. Ich habe angemessenere Namen vorgeschlagen, aber er findet, ich übertreibe. Kannst du uns bitte helfen, die Angelegenheit zu klären? In Liebe, Elu.
Na klar. Traumbäume bald verfügbar. Ach, dann. All right then. Let's call them something silly. Wir silly sollen wir sie nennen, ja? Na gut, dann nennen wir sie silly. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Ah, mit zwei L's, wa? Silly. So. Die neugeborenen Namen, gebt den kleinen ein paar anständige Namen. Haben wir doch gemacht, eigentlich, oder? So, und eigentlich wollte ich eine Wasserpumpe bauen, und zwar da hinten. Oh Gott. Oh Gott, das Menü war wieder so. Wasserpumpe. Oh, hier. Unterstützer. Oh, abbrechen, nein. Ach, wie war denn das? Ding, 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 ding. Kamen die zwei Kinder? Silly haben wir hier. Aha. Dann nennen Silly und Sally. So. Gib die neugeborenen Nuggets einen Namen. Lilus Glaube an dich hat sich erhöht. Ja, sehr schön. Und machen die das immer alles alleine hier? Tatsache. Bauarbeiter, ja. Gut, das müssen wir ja dann alles noch erforschen. Und hier werden wir dann. Wir brauchen Reservoirs. Na gut, die Ecke ist ja ein schön weit weg hoch. Geh mal da hin. Oh, wie schön. Achtet, dass es hier auch endlich Tiere gibt und so. Blutdurchfall. Blutdurchfallfrucht. Alter, was? Wenn du dich zu weit von deiner Zivilisation entfernst, hast und befürchtest, dass sie während deiner Abwesenheit etwas versammeln, was vermasseln, kannst du durch Klicken auf Hill auf das Haus oder durch Drücken von Home nach Hause zurückkehren. Es ist eine Art Navigationssystem, außer dass es dich nur zu einem Ort bringt. Alles klar. Sehr schön. Also auf dem hier. Ach, und cool. Jetzt kommt hier wie. You look a little confused. Don't worry, I expected as much. Wege entstehen. I know you have questions. Wie schön. But you'll learn everything in time. On your own. Without bothering me. Ja, na sicherlich, werden wir alle so ein bisschen nach und nach selber lernen, aber. Ach, wie schön. Und vor allem, dass es jetzt doch ein bisschen gediegener abgeht, sag ich mal. Anfangs war ja doch immer ziemlich heftig, alles so schnell und oh. Und also wenn es so jetzt, sag ich mal, in diesem Fluss bleibt, wäre es schon schön. Fortschritt, 0%. 20 Steine, 10 Holz. Au, das wird natürlich dann noch eine ganze Ecke dauern, bis die dann auch wirklich anfangen da. Und wir haben ja auch noch keine Bauarbeiter. Und wir konnten auch Jobs zuweisen. Wasserreservoir. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Dann ist das auch gleich das nächste, was wir dann nämlich bauen werden. Kosmetik nicht. Wassergrube. Wenn es darum geht, ihre Zivilisation eine Quelle für frisches Wasser zu bieten, gibt es nichts Besseres an dem, was eigentlich eine große Pfütze ist. Die Erfindung der Wassergrube wird hoffentlich zu einer tieferen Forschung in der Zukunft führen. Natürlich, zumal wir die ja in der Hinsicht auch eher hier hinsetzen können. Oh, jetzt ist wieder drehen. Oh Gott. Aha, mit Q und E. Mit Q und E. Sehr schön. Setzen wir die hier. Zack, mit hin. So, dann haben wir das Feuer entdeckt. Ob man das auch irgendwie Archiv
Geschichte wird jeden Tag geschrieben. Es wäre eine Schande, wenn deine Taten vergessen wären, gerade im Hinblick darauf, dass du die meiste Arbeit hier erledigt hast. Dieses Gebäude zeichnet deine Zivilisation in ihrem aktuellen Zustand auf, sodass du dich später daran erinnern kannst. Es braucht immer noch Ressourcen, um zu funktionieren, also versuche die Dinge aufzufüllen, sonst wirst du dein Spiel nicht speichern können. Aha. Reservoir, da ist es. Gut, das Reservoir wäre dann das nächste sozusagen. Frage ist, muss ich das hier wirklich mit irgendwas großartig verbinden oder so? Oder kann ich die einfach irgendwo hinstellen? Ich glaube, eigentlich musste man ja dafür auch Pipelines legen. Bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. So, der Brunnen wäre fertig. Someone just drank from the lake again, Creator. They'll never learn. So, setzen wir den mal hier hin. Ah, siehst du, jetzt ist er krank. Schön. My friend Adam never had a practice of the... Ach, guck mal, hier ist ein... That nugget isn't looking too good. I don't think purple bumps are very common. I'm on it. Gibt es irgendetwas, was du tun kannst, um zu helfen? Mit freundlichen Grüßen, Ade. Heal the nugget, Creator. I can't bear to watch someone be sick. It makes my insides turn out of worry, of course. Aha. Telekinese, Freundschaftsschub, Depressieren, Armor, Geldstart, Jahreszeitenwechsel, Schutz, Verjüngen, Schaffung, Aufforstung. Ein Gebäude oder Nugget ein wenig mitgenommen aus nach einem Tag in der Gut, machen wir hier mal den. Ach. Diesen Nugget glaubt an dich. Wie kriegen das jetzt hin? Die Kraft, die du besiehst. All der Nuggets, die an dich glauben. Helle Eddie mit. Mit Verjüngungskraft. It's both a blessing and a curse. So, mit Strange ist es also. Alle sind glücklich. Eddie ist wieder gesund, alle sind glücklich. Sehr schön. So, wie weit sind die denn hier? Ah, die Wasserpumpe ist fertig. Ich weiß jetzt, wie gesagt, bloß nicht. Wirklich? Musste man hier auch Pipelines legen oder so? Wasserpumpe. Reservoir. Reservoir bleibt hier so, wie es ist. Archiv wäre natürlich eigentlich auch erstmal auf jeden Fall sinnvoll. Einfach damit wir hier unsere Welt speichern können, weil ich weiß ja auch nicht, wie lange wir hier Zeit haben noch. Und das Archiv packen wir hier hin. Hier so. Hier so. Hauptsache, die machen erstmal eben das andere fertig. Oh, weia. Löse den Alarm aus, durch das die Nuggets alle stehen lassen. Schutz in ihren Wohngebäuden und Bunkern oder der Alarm kann aktiviert werden, wenn die Wetterstation gebaut wurde. Aha. So, zack, ein Fuß, denn Armor und eigentlich müssten wir ja bei dir eigentlich auch selber mal irgendwas. Das Elu? Silly? Ach, Silly ist ja ein... Den nennen wir mal anders, den nennen wir mal... So, bei ist ja männlicher. So,
Der Geruch von verbranntem Fleisch weist darauf hin, dass Ron bei der Erforschung Angeln entdeckt hat. What are you trying to do? Make it sing a cappella? So, wenn die Bienen sich auch mal vermehren. Einfach damit. Auch wenn die Geschwister sind, ist ja egal. Aber wir brauchen ja den Nachwuchs. Genau, jetzt baut man ein Häusli noch für eure Kinders. So, wir haben hier das Reservoir. Frage ist allerdings eben wirklich, fühlen sich das? Fühlt sich das automatisch durch Angeln, Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Fühlt sich das automatisch? Ach, und hier wird jetzt ein neues Häuschen gebaut. Sehr schön. So, die können jetzt hier auch aus den Brunnen trinken und die Überschüsse wandern also darin. Alles klar. So, Forschung als nächstes. Du kannst viel mit einer Steinaxt tun, jedoch eignet sich erwiesenermaßen eher für zerstörerische Aufgaben. Wenn es darum geht, Dinge zu bauen oder zu reparieren, werden anspruchsvolle Werkzeuge benötigt, wie eine Vielzahl von Hämmern. Stärke plus 1 erhöht, Nugget-Zubehör, Ingenieurshütte, Wasserrad, Wasserreservoir. Brauchen wir dafür, das haben wir ja alles. Wenn wir mal das Ding mal bauen. Sammeln von Unmengen von Ressourcen führt oft zu altbewährten Problemen, dass man keinen Platz für Dinge hat, die man benötigt. Lager sind die Lösung. Sie bieten Nuggets einen zugeteilten Ort, um alles zu lagern, was sie sammeln. Schauen wir uns so. Eine Erkältung kann schrecklich sein. Eigentlich müssten wir jetzt erstmal hier die Nahrung machen. Weiseöl. Lebensmittelkonservierung wäre natürlich auch nicht so schlecht. Machen wir erstmal primitives Kochen noch. Lagerfläche bräuchten wir. Heilung. Flaschenzug später und das hier auf jeden Fall. Mag vielleicht überraschend sein, zu hören, dass deine Friedhöfe bald voll sind. Hey, das soll kein Vorwurf sein. Es soll nur gesagt sein, dass es ratsam wäre, sie zu vergrößern, um einen Bestand. Creator, just out of curiosity, how good are you at foot rubs? Jemand ein paar nette Worte sagt, bevor die Leichen in den Zubehör wird. Das wäre immerhin zivilisiert. Ach nee. Zynische Diagnose. Göttliche Bestrafung, Alter. Aber man muss wirklich so ein bisschen überlegen. Wirklich. Man hier so ein bisschen erforscht, da man ja auch hat nicht noch Stein und Holz. Weil sie jetzt erstmal das Ding hier bauen. Aber hier sind sie auch fast fertig. Ist doch okay. Dann können sie ihre Hütte. Ach, hier wunderbar. One day, when you're older, I'll explain how nugget babies are made. Halten Sie auch schon nach Flaggen, die neben Gebäuden stehen. Dies bedeutet normalerweise, dass das Gebäude einen neuen Arbeiter benötigt oder dass es nicht mit Wasser versorgt wird. Tipp. Dies wird allgemein als rote Flagge bezeichnet, obwohl die Flagge nicht unbedingt rot sein muss. Look at all of those colors. Isn't fall beautiful? Someone should really make a painting before you lead the planet to ruin. Für alle Schlüsselgebäude müssen Nuggets zugewiesen werden. Klicke dazu ein Gebäude und erneut auf den Abschnitt Nugget zuweisen. Dadurch kannst du einen Nugget aus der Liste auswählen. Tipp: Denke daran, dass Flaggen ein guter Indikator dafür sind, dass entweder ein Nugget verloren gegangen ist oder du vergessen hast, einen Nugget zuzuweisen. Ach, und diese Flaggen meinen sie damit denn also? Ah, alles klar. So, hier sammelt sich auch schon so langsam das Wasser.
Ach, und so kann ich auch. Ah, alles klar. Schön. Hier sammelt sich langsam das Wasser. Also Wasser haben wir. Die Hütte ist auch fast fertig. Lage zuweisen. Ja, dafür brauchen wir erst noch ein paar Leute. Na, siehste, so ein paar. Wir haben. If I didn't know any better, I'd say you were trying to catch a peek. Schabambu. Was? Schabamba. Schabam. Alter! So ein Name. Ist aber okay. So. Ich bin gespannt, wie weit wir unsere Zivilisation hier treiben können. Alle Gebäude müssen im Laufe der Zeit von Nuggets-Ingenieuren gewartet werden. Wenn Gebäude ein wenig instabil aussehen, treten Ingenieure auf den Plan, um sie zu reparieren. Die im Informationsfeld jedes Gebäudes zeigt einen Zustand an. Gebäude werden einstürzen oder funktionieren nicht mehr, wenn sie nicht rechtzeitig repariert werden. Zum Glück kannst du Gebäude im Notfall mit deiner Schöpferkraft selbst reparieren. Ingenieurgebäude haben einen begrenzten Einflussraum. Baue mehr von ihnen, während sich deine Zivilisation ausdehnt. Okay. Okay, alles klar.